Hast du schon mal so etwas gesehen? Heute sind wir wieder an der Tönanlage und wir sind gespannt, welche Farbe am Ende entstehen wird. Anhand dieser Rezeptur könnt ihr eigentlich schon ahnen, um welche Farbe es sich handelt. Aber wie in jedem anderen Mischvideo gebe ich euch einige Tipps, welche Farbe am Ende entstanden ist. Es ist ein natürlich wirkendes Lindgrün entstanden und der Name des entstandenen Farbtons ist genauso wie der zweitlängste Fluss der Welt. Also jetzt könnt ihr schon eigentlich wissen, um welche Farbe es sich handelt. Ich will es nicht so spannend machen, aber es ist die Farbe Amazonas 14. Außerdem seht ihr hier die Farbfamilie. Heute werden die Leute belohnt, die unsere Videos bis zum Ende angucken. Und zwar könnt ihr diesen Farbeimer gewinnen. Als kleines Geschenk an unsere treuen Abonnenten, die unsere Videos immer bis zum Ende angucken. Das Einzige, was ihr nur machen müsst, ist das Video zu liken und Amazonas 14 zu kommentieren. Und einer von euch wird diesen Farbeimer gewinnen. Ich drücke jedem ganz doll die Daumen.